du kommst hier neben mir. Entschuldigung. Du nicht, pass mal auf. Ja, ist blau. Hör auf. Siehst du, asoziales Verhalten, ganz einfach. Komm. Ist es nicht? Dann geh raus. Letzte, ja, ist gut. Pass mal auf, ich möchte... Ich finde, ganz ehrlich, ne? Hier sind gerade derartig die Grenzen überschritten, ja, worden. Und ich glaube, jetzt sollte ich auch mal ein Wort hier verlieren. Könnt ihr euch zusammenreißen? Das ist eine unglaublich wichtige Sache, über die ihr sprecht. Und ihr habt keine andere Möglichkeit, als euch hier gegenseitig Ohrfeigen zu schlagen. Marcel. Ich kann verstehen, dass eure Tochter unglaublich aufgebracht ist. Eine Frage, deswegen war ich im Krankenhaus, weswegen? Ich hatte so eine Lippe gehabt. Ich hatte ein blaues Auge, nicht du. Ich, ey, jetzt hör mal, das ist voll peinlich, was ihr hier habt. Der hat eine Schädelprellung gehabt, hä? Wer, ey, war das? Pass auf, Seth, nein. Nur weil ich mit dir pennen wollte. Da weiß nichts, wie er ist. Ey, nee, ich will nichts mit dir tun, aber das ist einfach nur mal dummer Frägel. Du bleibst hier. Ey, da ist ja sowas für euch drauf geraten. Das tut mir leid. Nö, ich will da nicht mehr. Meine Herren. Hey, hast du gegessen? Das geht nicht. Ich hab dich in dem Krankenhaus alles. Pass auf. Der darf so reden, ich darf gar nichts. Was ist das für ein Niveau? Hör zu, ich möchte gerne... Wartest du eine Sekunde auf mich, bitte? Wartest du eine Sekunde auf mich? Wo ist das genehm geblieben? Könnt ihr Respekt haben, bitte? Danke. Pass mal auf. Es ist, ich finde, du hast total die Grenzen überschritten gerade. Ich möchte das nie wieder, dass in meinem Studio geschlagen wird, ja? Das, egal, ob Männer Frauen schlagen oder auch Frauen Männer. Vielleicht tut es nicht so doll weh, aber das geht nicht. Das toleriere ich keine Sekunde. So, aber hier mal zwei, die glücklich sind. Nein, Quatsch, wir sind hier schließlich nicht in Hollywood, sondern in Asozialhausen. Kümmert Regina sich zu wenig um ihr Kind? Ihre Ex-Schwägerin Carmen sich zu viel um volle Flaschen? Und soll man mit dem Finger auf andere Leute zeigen? Pfui. Sonja, Regina wohnt seit 2 Jahren bei mir im Haus. Ich bin sozusagen der Hausober. Und ich hab selber schon gesehen, wie es mit dem Bub zum Massieren gegangen ist. Und wo wart ihr als Verwandtschaft? Ha, wo waren deshalb, wir als deshalb ich doch ein Gericht. Du sollst dich mal schämen als Tante. Als und Tante. Teufel. Die Chance heute an. Die Chance sowieso als Letzte. Und guck dir mal an, was du mich mir als Schlampe hinausstellst. Du bist als Letzte, bist ja du. Und guck mal, Spiegel, du Alkoholiker, du. Ja, guck dir doch an. Guck dir doch an. Guck doch Video. Du bist auch kein Ostermänner. Die machen meine Kinder, bin ich da. Aber du, Nena. Wo denn? Du bist mit deinem... Wo? Was? Wo? Was? Wo? Wo? Was? Wo? Bist du so was? Wo? 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 Wer war mit dem René in die Krankenhäuser? Waren das ihr? Du, das ihr? Du. Moment, Moment, das ihr? Moment, Moment, du? Ja, Freddy war es hier. Moment. In 5 Krankenhäuser war ich mit dem René. Moment, Moment. So, lass uns. Wer bringt mir in die Schule? In was für ein Kindergarten kommt denn der? Ist denn der wer? Ha? Im Rosenthal-Kindergarten. Ja, warum? Warum? Weil du ihn da nachgebracht hast. Ja? Regina, ja. Regina. Mein Kindergarten ist für Körperbehinderte. Ja. Sie hat gesagt, du würdest nichts dafür tun, dass die Behinderung irgendwie zurückgeht oder dass es zu dem Besten ist. Was tust du denn dafür? Moment, lass mal die Regina kurz reden. Ich meine, er geht zusätzlich in Ergotherapie. Er war im Kindergarten für Körperbehinderte. Das ist eigentlich alles nur für seine Behinderung. Er kommt jetzt in eine Außerklasse von Wörth in Schule. Da wird zusätzlich Krankengymnastik, Ergotherapie und was halt alles dazugehört für eine Schule für Körperbehinderte. Die Regina war mit ihrem behinderten Bub in Ulm in der Orthopädie. Da hat ihr Vater sie runtergefahren. Wo war der Vater von dem Kind? Auf dem Sozialamt. Das glaube ich nicht. Aber ich weiß es. Ja, sieh euch. Moment. Wir haben hier den Ex-Mann sitzen. Gregor. Du warst auch ziemlich viel über mich, ha? Du warst ziemlich viel du über mich. Du bist als Letzte, bist ja du. Du bist ein meine Augen. Was bist denn du? Was? Ah. Du hast mich während der Schwangerschaft den Bauch gekauft! Du bist ein Du kannst kein Unterhalt, der ist da, du Schwein, du! Verkommen! Moment, man hört dich nicht, weil du hast kein Mikrofon. Was hast denn du da vor dem Bauer? Bist du einmal zu der Kringelgymnastik gegangen beim Kinderarzt? Jawohl, bin ich gegangen! Jawohl! Du bist doch nicht so angerufen, hast doch angerufen! Und hast gesagt, du bist krank! Aber das ist ja überhaupt nicht wahr! Regina! 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 Du musst doch jetzt deine Schnauze halten! Moment. Wo warst denn du vor dem Bauer? Hallo! Ja, da oben warst du, der Bauer ist in der Kirche drin, der hat gefespert. Verlogene! Ja. Du Verlogene! Deiner Schlechtochter, René!
Das ist überhaupt nicht wahr. Behauptet aber der René. Der René kann das überhaupt nicht behaupten. Mhm. Der René sieht aber der Achim schlecht mit. Das ist überhaupt nicht wahr. Der hat auch gesagt, der René, der René noch kein einziges Mal angelangt. Das musst du morgen. Der behauptet aber auch der Nachtigall schlecht mit. Ach du lieber Himmel. Ah ja, du lieber also Himmel. Also eine Sache, ich bin mit meinem Freund jetzt seit 4 Jahren zusammen. Das musst du morgen. Ich hab's nicht nötig, ich nehme aus zum wie du. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ja, ja, ja. Das ist doch ein Schmodderschlag. Ja, guck doch dir an, du Alkoholikere. Sei vorsichtig. Da brauche ich nicht vorsichtig sein, das musst du morgen. Sei vorsichtig. Du möchtest doch, du möchtest bloß einen Ehring haben, aber den kriegst du, oder? Ist euch eigentlich... Da brauche ich die dazu. Den kriegst du, oder? Da brauche ich die dazu. Achim heiratet die nicht, oder? Ach, Jesus Maria. Oh Gott, der möchte so... Aber ja. ist euch eigentlich bewusst, dass wenn ihr beide miteinander redet, dass ihr eigentlich in einen Spiegel guckt? Genau, Sonja. Wenn zwei sich gegenseitig so scheiße finden, dann sind sie es wohl auch. Aber im nächsten Fall findet nur Dennis seine Schwester Nadja scheiße, weil die ihre drei Kinder verdrecken und verwahrlosen lässt, aber selbst für heute natürlich ihr sauberstes Kleidchen angezogen hat. Was fällt dir jetzt eigentlich ein zu sagen, dass meine Kinder ungepflegt sind? Die sind doch gar nicht ungepflegt. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich doch. Das sieht doch jeder. Nee. Ja, auf jeden Fall, du prüllst mit denen nur rum, sind dreckig, haben Läuse immer. Haben die gar nicht. Was haben die nicht? Willst du mich verarschen? Das weißt du selber, ich musste sogar in die Apotheke meiner Freundin und den Goldgeist kaufen, dass die das eigentlich wegkriegen. Jeden zweiten, dritten Tag baden meine Kinder, aber die werden jeden Abend gewaschen. Sehe ich nichts von. Habe ich noch nie was von gesehen. Noch nie, seitdem ich da gekommen bin. Also er sagt, er hat eine Weile bei dir gewohnt und da sei das eben anders gelaufen. Da hat er das mitbekommen, erzählt er. Nee, ist aber ist überhaupt nicht so. Nee. Meine Kinder werden richtig gut gepflegt. Also meine Kinder haben regelmäßig ihr Essen. Ja, die dürfen essen. Und dürfen dabei aber kein Fernsehen gucken, wenn sie möchten. Die dürfen nicht trinken dabei. Wenn sie Fernsehen gucken, dann essen sie nicht. Und wenn sie trinken, trinken sie sich satt beim Essen. Und das sollen sie nicht. Sie trinken nach dem Essen. Die müssen doch trinken. Die trinken sich satt beim Essen, Nadja. Wieso? Kannst du nicht kochen? Doch, doch. Können wir sagen, das schmeckt so. Ich trinke mir lieber da den Bauch voll. Nein, aber sie trinken zu viel, meine Kinder. Weil sie trinken lieber als essen. Hallo, Steffi. Willst du mich verarschen, ey? Deine Kinder sind dreckig, das Zimmer ist dreckig. Wenn du die Zimmertür aufmachst, stinkt nach Pisse, ey. Weil deine Kinder nicht auf Toilette dürfen. Sie machen die Zimmertür auf, du sitzt im Wohnzimmer, geh ins Zimmer. Meine Kinder gehen auf Toilette. Gehen sie? Ja. Ja, vielleicht, wenn du das erlaubst. Sie dürfen nichts trinken. Wenn deine Lütte fragt, Mama, darf ich was trinken? Nein, jetzt nicht. Was ist das denn, ey? Ja, wenn die zu viel trinken, sollen auch nicht so viel trinken. Was? Es ist gut, wenn Kinder trinken. Sag mal, hast du sie noch alle? Aber nicht so viel, sie dürfen nicht zu viel trinken. Das sagt jeder Arzt. Ach, was? Wenn du wenigstens einmal zugeben könntest, dass du unfähig bist, Kinder zu erziehen, ey. Die sollte man dir alle wegnehmen. In der Pflegefamilie haben sie es besser. Ja? Und warum ist dein Sohn, beziehungsweise euer Sohn, regelmäßig bei deiner Oma? Ja, und die unterstützen mich. Ich war 17, als ich ein Kind gekriegt habe. Ich auch. Ja, und du kannst es doch nicht. Seh doch mal. Du hast 17 von unserer Familie, was ich nicht hatte. Du hast doch alles in den Arsch geschoben gekriegt von denen. Ich habe sie entlaust, ich habe sie gebadet. Ich bin mit ihr auf den Spielplatz gegangen, ich habe mit ihr gespielt. Dieses Kind hast du nicht wiedererkannt. Sie war aufgelebt, sie hat gespielt, sie war fröhlich. Weil sie ist immer da nicht da. Weil sie kommt nicht auf den Spielplatz. Was ist denn das? Ein Kind muss doch auf den Spielplatz gehen können. Na, dir magst du dazu was sagen? Meine Kinder gehen auf den Spielplatz. Die sind jedes Wochenende hier auf dem Campingplatz bei uns. Ach, jetzt vielleicht. Ja, was machst du eigentlich deine Klappe auf? Letzte Woche treffe ich dich im Bild steht und will dich aussprechen auf die Kinderkarre, die ich Nadja leihen musste, weil sie keinen Kinderwagen für ihren Säugling hat. Na? Davon mal ganz abgesehen, hast du zu mir gesagt, mit dieser dreckigen Schlampe will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das habe ich gar nicht gesagt. Pass mal auf, was du da warst. Er war doch dabei. Natürlich hast du das gesagt. Ich habe mit Nadja keinen Kontakt mehr so weit. Ja, das habe ich gesagt. Mit dieser dreckigen Schlampe will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist durchaus ein Unterschied, ne? Das eine und das andere. Die Karre, die wir uns erstmal geliehen haben, bis wir uns eine geholt haben. Bis sie euch eine geholt hat, sie hat doch Kohle gekriegt vom Sozialamt. Warum kann sie denn nicht ihren Säugling mal einen Kinderwagen kaufen? Und nun zu etwas völlig anderem, Sex. Marcel ist ein naiver Bubi, sein Stiefvater Frank ein, sagen wir mal, geiler Bock. Und Marcels Freundin lutscht erst dem Stiefvater sein Stängelchen ab und sagt ihm dann, dass er scheiße ist. Muss Marcel jetzt zum Ausgleich mit seiner Mutter schlafen? Das war ein Dreier, ein flotter Dreier. Mit wem war denn das? Also dein Stiefvater, deine Freundin und wer war denn der Dritte im Bunde? Ich. Er hat dann die ganze Zeit irgendwelche Anmachsprüche die ganze Zeit gemacht gegenüber Romana, dass er mal gerne einen flotten Dreier haben möchte, weil seine Frau das nicht macht und sowas, also meine Mutter. Ich habe da auch gar nicht großartig mitgemacht. Ich wollte eigentlich einfach nur gucken, wie es, was meine Freundin. Mit deinem Stiefvater veranstaltet? Ja. Wann bist du gegangen? Ja, wo es mir zu weit ging.
zum Beispiel, das... Ich weiß nicht, ob man das sagen darf im Fernsehen. Also deine Freundin hat mitgemacht die ganze Zeit? Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Weiß die das? Jetzt schon, ja. Wie hat die reagiert? Nicht sonderlich gut. Wundert mich nicht. Du als Stiefvater, als wesentlich älterer, gehst an die Freundin deines Stiefsohnes? Mit so möchte ich sagen. Oh. Also ich bin noch nicht mal in großartige sexuelle Erregung gekommen. Hast keinen hochbekommen? Ja, ganz genau. Oh. Ja. Du bist die? Freundin. Romana. Ja. Wolltest du dich zu Wort melden gerade? Ja, und zwar, ich finde das eine Frechheit von dir, Frank, dass du so rumliegst. Du weißt ganz genau, dass ich dir halt einen... Das war Oralverkehr, das weißt du ganz genau. Und von also der Sache, war ich dass dabei. Du, und von dieser Sache, was du da erzählst, du warst nicht sexuell erregt, das war für mich aber ganz anders. War für dich ganz anders? Was hast du denn, nachdem die ganze Geschichte war und wir im Wohnzimmer gesessen? Ich hab zu dir gesagt, du bist scheiße, klar. War auch so. Richtig. Wieso hast du das gemacht? Das war der Reiz des Neuen, weiß ich nicht, einfach. Du hast mal Lust, einen anderen. Ja, genau. Okay. Jetzt geht es um Freundschaft und Anstand. Und beides ist für Nicole und ihren Freund Mario leider voll das Fremdwort. Sagt zumindest die anständige Freundin, die das stinkvolle Pärchen bei sich wohnen lassen und ihnen auch noch Geld geliehen hat. Nun hat sie den Salat. Nicole, jetzt hast du gesehen, als ihr reingekommen seid, ihr scheint das doch alles ganz schön auf die Nieren zu schlagen und ans Gemüt zu gehen. Habt ihr mitbekommen, was ihr euch alles vorwirft? Ja, haben wir. Nur, ich muss dazu sagen, sie sagte gerade, wir schulden ihr jetzt immer noch Geld. Ich meine, Freundschaft basiert nicht auf Geld. Da musst du mich nicht ständig im Stich lassen. Wie oft hast du mich im Stich gelassen, Nicole? Du hast mich sehr oft enttäuscht. Ja, aber es kann ja wohl nicht sein, ihr sagt... Versucht erstmal eure Sachen zu regeln. Nach 2 Wochen. Ja, ihr kriegt nichts geregelt. Hatte Marius was geregelt gekriegt? Du hast Wohnung besorgt, Nicole. Ihr hättet beinahe einziehen können. Warum seid ihr nicht eingezogen? Weil Mario gesagt hat. Weil ich zu faul war, ja? Ja. Ich habe die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen. Ja. Aber dafür brauchst du Nicole nicht verantwortlich zu machen. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Ja, da bist du gerade die ganze Zeit dabei. Ja, aber du, Mario, du hast gar nichts getan. Nee, ich habe nichts getan. Nicole hat alles besorgt. Du hast Nicole auch schlecht gemacht. Also für mich ist das der absolute Scheiße. Das ist keine Freundschaft. Eine Freundschaft besteht nicht aus Geld, aus finanziellen Dingen. Eine Freundschaft besteht für mich daraus, dass man zusammen mit Freunden hat. Du hast Vertrauensmissbrauch an den Kindern gemacht. Die haben sich dir anvertraut. Und du rennst dem Geld hinterher. Also das tut mir wirklich leid, dass du sowas Freundschaft nennst. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich renne nicht nur dem Geld hinterher, auch meiner Freundschaft. Ich möchte auch noch gerne mit denen Kontakt haben. Aber zu ihnen sage ich gar nichts. Wenn der Ralf zu ihnen zu Besuch kommt, muss ich schon das Essen kaufen. Ich lache mich kaputt, ey. Pass mal auf, da ist eine Sache zwischen meinem Sohn und mir. Ja, dann brauchen sie es. Und finanziell, dass mir finanziell nicht gut geht, das heißt noch lange nicht, dass meinen Kindern nicht finanziell gut geht. Und im Moment geht es uns ein bisschen besser. Aber das liegt bestimmt nicht daran, dass der Mario jetzt seit 3 Wochen da arbeitet. Daran liegt das bestimmt nicht. Zu der Zeit hatte ich keine Arbeit und mein Freund auch keine Arbeit. Da ging das. Wenn du Geld hattest, Nicole, was habt ihr damit gemacht? Ihr wart in Duisburg. Eine fette Pizza bestellst du. Ja. Und da riecht der Mario sich auch drüber auf. Hat er sich beziehungsweise darüber aufgeregt, dass das Geld sofort weggegangen ist, weil du das Geld aus dem Fenster schmeißt. Wo ist denn das Vertrauen? Wenn du zu Mario hingehst und sagst zu Mario, vergiss die und gehst dann hin zu Nicole und sagst, hör mal, am besten ist, du trennst dich von Mario. Wo liegt denn das, das Vertrauen? Dass die zwei, zwischen den zwei einen Kerl zu schieben. Wo liegt das Vertrauen? Hab ich noch nie gemacht. Nicole, ja, hab ich das gemacht? Tut mir leid. Ja, nie, Nicole hat's mir erzählt. Daher weiß ich das ja. Ich war aber in der Beziehung nicht dabei. Es ist besser, wenn ich mich von Mario trenne. Weil er mich halt auch in manchen Sachen hindern würde. Weißt du, was ich gesagt habe? Trenn dich von Mario, wo der dir die Steckdose vom Kopf geschmissen hat, wo der dich Schlampe und Hure und beschimpft hat. Da habe ich gesagt, trenn dich von Mario. Ja, Janine, stimmt das nicht? Ja, das stimmt. Wie krass war der Mario manchmal? Ja. Ich bin scheiße zu ihr gewesen. Ja. Ja, das weiß ich. Deswegen hat die Nicole sich damals auch von dir getrennt. Jörg und Michael sind noch zusammen. Noch. Aber Jörg guckt schon so nörgelig und Michael so schön schuldbewusst. Da wird es wohl gleich Bumsti machen, weil Michael sich immer am Computer Männerfotos runterlädt, wo da unten das zu sehen ist. Halt die Klappe. Was anderes kannst du auch nicht sagen. Echt.
Was meinst du gerade? Heute bin ich ja gespannt, ob du wirklich treu bist, ob du mich wirklich liebst oder ob das nur getan ist. Nee, ich gehöre mit Und du dem. Brauchst gar nicht zu lachen. Du verschweigst genug. Also ihr zwei, ihr seid ein Paar? Ja. Seit wie langer Zeit, Jörg? Seit April dieses Jahres. Ist ja noch nicht so mega lange. Und jetzt hast du schon das Gefühl, der Michael betrügt dich. Ja. Was für Anzeichen hast du da? Ja, wir hatten eine Show gehabt und wir haben einen Fahrer gehabt, der auch schwul ist. Und dann musste ich nach Bremen, hab angerufen, da wurde gesagt, ja, das ist am Haare-Film, also macht gerade die Mixtur fertig. Dann hatte ich ein paar Minuten oder 20 Minuten später nochmal angerufen. Da sagte er, Michi, er hat jetzt die Blondierung drauf gemacht. So, und dann hatte ich nochmal 20 Minuten später angerufen, es ging immer um Show. Da sagte er, macht die Mixtur fertig. Das ist so etwas unlogisch, oder? Aha, nachdem er die Blondierung schon drauf hatte, ja. Okay, mein, ob man daraus jetzt wirklich schließen kann, die haben was miteinander. Ja, so vielleicht im Farbtopf, wie du. Ich weiß es ja nicht. Michael, ist der Jörg einfach völlig gaga, was Eifersucht angeht? In der Richtung, ja, ist krankheitseifersüchtig. Er kontrolliert mich, telefoniert mir hinterher. Das Gleiche machst du auch. Ich habe versucht abzukapseln, also nicht reinzubringen. Aber er gibt mir genug Gründe dafür. Zum Beispiel, dass er oft am Computer sitzt, also jeden Tag, und da rumchattet mit anderen Männern und so. Und sich da Fotos runterlädt, wo unten das zu sehen ist. Und sowas. Ich will ja alles sehen, mit wem ich chatte, ne? Und die kriegen ja meine Fotos auch, ne? Wir haben einen Lügendetektor-Test ja gemacht mit dem Michael, ne? Ja. Um da mal der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Mhm. Ja, der ist auch textsüchtig. Was ist er? Sexsüchtig. Ja, von alleine kommt er ja nicht. Aber komischerweise nur bei anderen Männern, nicht bei mir. Aha. Mit seinem Ex, da ist er ja schon nach 2 Monaten fremdgegangen. Aha, wir hatten zwar eine offene Beziehung, aber ist egal. Ja, er behauptet was anderes. Hast du Jörg schon einmal betrogen? Nein. Nein? Aha. Sagt er. Und nein? Ist? Wahrheit. Liebst du Jörg? Ja. 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 Wir checken das. Ja, ist wahr oder gelogen? Was ist das Ergebnis des Tests? Liebst du Jörg? Ja, ist gelogen. Wir kommen zu Gerd und Wolfhard. Nein, die beiden tragen keine Verlobungsringe, aber Streit haben sie trotzdem. Denn Wirt Wolfhard lässt Gast Gerd nicht mehr in seine Schoppenstube. Lokalverbot. Und dabei ist doch bald die große Jubelparty 35 Jahre Schoppenstube. Ist das fies? Ich habe dir gesagt, Gerd, wollen wir es vergessen? Komm einfach am 16. Mai zu unserer Jubelparty, 35 Jahre Schoppenstube, und das Ding ist begraben und vergessen. Das haut er alle Jahre hin. Du hast mich ganz einfach, ich bin ein paar Mal hingekommen bei dir. Du hast mich jedes Mal abgewiesen, jedes Mal hast du mir einen anderen Termin gesagt, und jedes Mal durfte ich wieder abdampfen in dem Moment und bin hier in den anderen gekommen. Ganz also, einfach. Kannst du einfach einen Menschen ausreden lassen, ich lasse dich auch ausreden. Und wenn du das nicht schaffst... Wenn du keine Scheiße erzählst, dann lass ich dir auch ausreden. Ich habe nicht gesagt, du hast Hausarzt, bleib einfach mal das draußen. Das stimmt doch ja. Jedes Mal hast du mir ein anderes Datum gesagt. Du hast nie immer Mai gesagt, du hast gesagt, am 5. kann ich grillen. Dann hast du gesagt, am 20. und so. Und jedes Mal, wenn ich vor deiner Tür stand, musste ich wieder abdampfen. Gerd, du hast Gerd. Nie mehr eindeutig gesagt, den Tag, wann ich überhaupt grillen komme. Hast du so herzlich auch versucht, deine Rechnung zu zahlen in dem Laden? Ja. Der Gast ist König. Behandlung. Und jetzt würdest du mal, jetzt sei doch einfach mal König. Und der Gast ist so lange König, wie er sich wie ein König benimmt. Und wenn er sich wie ein Plätz benimmt, dann muss man ihn auch so behandeln. Wieso? Und wenn der Gerd. So hat er sich aber mal von bitte? Anfang wenn an der nicht Gerd, genommen. Nee, wenn, mein Baum, nicht. Wenn mein Barmann mir sagt. Ich saß ja neben ihn. Also der hat wenn sich mein ja Barmann mir an sagt. So, nein, nein, nein. Der, das ging an diesem, schon in dieser Nacht die gar nicht. Das geht überhaupt bei 35 nicht. Bei 35 mag es ja nicht von jedem Gast, wenn er seine Rechnung zahlen soll. Stimmt das? Stimmt das? Warum schreist du mich denn? Nee, halt einfach auf das Schirm. Du weißt doch ganz genau, dass ich bis jetzt immer meine Rechnung immer bezahlt habe, oder? Warum schreist du denn? Ganz einfach.
Ich glaube, dass der Gerd überhaupt gar nicht einsieht, um was es geht. Auch und du findest vielleicht nicht eine. Nein, du hörst nicht von deiner Angestellten, das wäre dir König. Und, deine Gäste sind nämlich Bettler. Die haben bei dir zu betteln, wenn sie was wollen. Ja, aber du brauchst doch wirklich jetzt nicht so zu schreien. Wir hören dich alle. Nee, ich probier das wirklich nicht. Wenn genug Leute mir sagen, dass an diesem Abend und in dieser Nacht er nicht ertragbar war, dann glaube ich das. Wenn es nur der Barmann gesagt hätte, dann hätte ich noch gesagt, ne? Warum bin ich denn nicht ertragbar gewesen? Ich war doch nicht 20 Jahre, bin ich immer ertragbar gewesen. Und auf einen Tag, weil ich meine Rechnung bezahlen wollte, bin ich nicht ertragbar gewesen. Und da wäre ein Hausverbot. Irgendwie musst du natürlich nicht erzicken. Die Gaststätte ist mein Zuhause. Und in mein Zuhause lasse ich den rein, den ich reinlassen möchte. Ja, sperr da einen in deine Kneipe. Ja. Tanja ist ein trauriger Fall. Sie hasst ihre Mutter und ihre Mutter hasst sie. Nein, ist nur wahnsinnig enttäuscht von ihr. Dabei will Tanja doch nur mal in den Arm genommen werden, ruft die Psychologin. Und weil Mutti gar nicht weiß, wie das geht, muss es ihr die Psychologin eben zeigen. Manchmal hasse ich sie, manchmal bin ich einfach nur traurig oder enttäuscht. Aber ich bin total hin und her gerissen im Moment. Ich weiß nicht, was ich für sie empfinden soll. Was ist denn passiert in deiner Vergangenheit? Ja, ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen, ich bin im Heim aufgewachsen. Und eben halt auch, dass meine Mutter mir zwei meiner Kinder weggenommen hat, womit ich auch nicht mehr klarkomme. Ich möchte natürlich versuchen, dass es zu einer Aussprache kommt und deine Mutter ist ja auch da. Ja, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht von meiner Tochter. Also ich bin sehr enttäuscht von dir, Tanja. Also ich habe dir immer geholfen. Meine Tochter hat sich so geoutet gerade, ja, vor allen Menschen. Und sie hat dabei sehr viel Gefühl gezeigt, sehr viel Verwirrung. Und ihr Anliegen, dass die Mama mal endlich sie auch wahrnimmt, war für alle deutlich. Und da sagen sie, sie sind enttäuscht. Ja. Das tut mir persönlich weh. Frau Fatih, nimm mal einen Moment Platz. Du bist schuld, dass man dir die Kinder weggenommen hat. Du ganz allein. Bei mir hatten sie zum ersten Mal im Leben ein richtiges Zuhause. Und du hast deine Tochter zur Adoption freigegeben. Was blieb mir denn anderes übrig? Du hast mich doch vor Gericht gezogen. Nein. Doch, nein, du hast mich mit Jenny vor Gericht gezogen und du hast mich mit Dominik vor Gericht gezogen. Nein. Ihr geht an solch ein Gespräch von vornherein mit dieser ganzen Forderung, die ihr habt dran. Ja? Also, dass du von vornherein sagst, dass deine Tochter nur lügt und. Es ist ja ihre Wahrheit. Sie sieht ja die Zeit. Sie hat ja auch ganz deutlich gesagt, ich kann mich an meine Jugend gar nicht mehr erinnern. Weil sie das nicht will. Weil sie es nicht will? Weil sie das oft nicht gehabt hat. Oder weil ihr nicht richtig drüber gesprochen habt? Nein, ich habe das Gefühl, dass was unangenehm ist, verdrängt sie immer. Und das will sie auch gar nicht. Ja, aber das ist doch auch ihr gutes Recht. Setzen Sie sich ruhig. Das empört mich geradezu. Ja. Denn als Mutter muss man doch fühlen, sie will einfach nur in den Arm genommen werden. Sie ist im Moment nicht die Mutter ihrer eigenen Kinder. Sie ist das Kind von ihrer Mutter. Und sie möchte ein bisschen Nähe. Sie möchte nicht die Auseinandersetzung. Sie möchte die Sprache des Herzens. Monika, na, dann nimm sie doch einen Arm. Ich wundere mich, warum du die ganze Zeit hier sitzt. Wo mein Scheck zum Beispiel zu spät kam und ich dich darum gebeten habe, dass ich mir von dir 50 Mark leihe. Nur ein Beispiel, damit ich was für Sabrina zum Essen einkaufen konnte oder Windeln kaufen konnte, dass du zu mir gesagt, dann nein. Wenn du in die Dattelhalle gehst und alles fischst. Also, die Spielhalle hat jetzt damit gar nichts zu tun, weil du hast dann zu mir gesagt, Tanja, da muss ich zu George eben ein bisschen lieb sein, damit er für mich einkauft. Wie soll ich mich denn da hinstellen? Monika, ich gehe ja gar nicht täglich. Entschuldigt bitte. Jetzt diese Geschichte mit der Dattelhalle und diese ganzen Vorwürfe, die jetzt im Einzelnen kommen. Deine Tochter hat sich hier an mich gewandt, weil sie eben den Kontakt zu dir sucht und sie möchte ganz gern eine Lösung. Sie hat vorher gesagt, sie hasst dich nicht, manchmal, aber es ist auch eine ganze Menge Gefühl da. Auch sowas wie Liebe zur Mutter. Und du sagst als erstes, wo du anfängst, ich bin enttäuscht von meiner Tochter. Ist dieser Schritt nicht eigentlich Grund genug, sie auch dafür mal gern zu haben? Wenn sie wirklich ehrlich ist, dann weiß sie, dass ich sie lieb habe. Das weiß sie. Muss man das zeigen? Das muss man fühlen! Fühlen! Weil die Schmerzen so
wirklich so eine Umarmung wirklich zu stehen? Nein, sie hat mir zu doll wehgetan. Sie wissen doch gar nicht, was alles gelaufen ist. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch wirklich nur um die Sprache des Herzens. Ich würde ihr die Tochter einfach nur in den Arm nehmen. Ich bin auch Mutter. Komm doch einfach mit. Komm, Monique. Ich war immer bereit und habe immer zu dir gesagt, ist okay, alles vergessen, wir fangen von vorne an. Wie oft soll ich das noch sagen? Wie viele Jahre noch? Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier wieder zueinander finden. Das ist der falsche Schritt gewesen. Jetzt was Schönes. Kim ist bisexuell, Abdel ist Türke und Sabrina, Kims Freundin, ist auch bisexuell. Und Kim und Sabrina machen, wozu sie Lust haben. Nur Abdel will das nicht, weil ist scheiße, wenn einer schon homo ist, aber beides, armer Abdel. Ganz allein im Mittelalter. Aber wie war denn das? Eigentlich warst du ja mehr an Männern interessiert, bist du also, als du Sabrina kennengelernt hast. Ja, also was das Beziehungstechnische angeht, war ich wohl mehr an Männern interessiert, aber sexuell hatte ich kein Nicht-Interesse an Mädchen. Ich meine, also, wenn man sich das vorstellt, dann ist das ja wie im Schlaraffenland. Das ist ja jeder ein potenzieller, ich sag jetzt mal... Wenn die Figur und der Rest stimmt... Da hast du ja doppelte Auswahl. Ja, siehst du, jetzt weißt du auch, warum ich so bin. Ja. Ja, natürlich. Abdel versteht das nicht. Das musst du ihm irgendwie erklären. Aber theoretisch, nicht praktisch. Ich meine, ihr müsst euch für eins entscheiden. Ja, entweder ihr seid... entweder ihr seid homo oder ihr seid hetero. Du kannst auch nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das geht nicht, ja, was ich meine? Das geht. Das geht also nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das geht, auf jeden Fall. Ich finde das schon so scheiße, wenn einer schon so, wenn einer schon homo ist und dann jetzt noch gleichzeitig so beides. Nein, ich meine, wenn einer schon homo ist, ist schon nicht normal, aber dann noch jetzt auf. Aber jetzt beides auf einmal so. Das. Ja, aber ich persönlich finde diese Definierung von homo und heterosexuell völlig schwachsinnig. Weil es ist einfach so, dass jeder Mann auch andere Männer hübsch findet oder gut aussehend. Das heißt aber noch lange nicht, dass er sich deshalb lässt. So, verstehst du? Ich meine, ey, du bist schwul, dann bist du schwul. Ende, Junge. Ist mir scheißegal, ob du bist oder nicht. Hey, jetzt können wir wieder, bitte. Es ist ja schließlich nicht halb elf oder sowas, sondern es ist schließlich halb zwei. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Weißt du, was ich finde? Deine Intoleranz, die ist nicht normal. Soll ich was sagen? Wenn das normal wäre, ja, dann wirst du gar nicht auf die Welt. Wenn das normal wäre, wäre ich nicht auf gar nicht auf der Welt. Was ist denn so schlimm da? Ja, das finde also ich ist auch. Das normal oder ist das ich nicht normal? Ich sage mir immer Leben und ja, Leben ist das normal oder ist das nicht normal? Ich kann es nicht beurteilen, ob ja, also, es normal ist. Du hast gerade gesagt, dass es normal ist. Der liebe ja, Gott hat mich so geschaffen und ich bin nun mal so. Gibt es Adam und Eva oder Adam und Adam? Was ist los, Mann? Ist das so? Aber Moment mal, nein, ich würde ganz gerne jetzt erstmal, ich weiß, wir brauchen den nächsten Gast, aber ich habe jetzt noch gar nicht so richtig mit Kim gesprochen. Kim, warum hat dich denn jetzt eigentlich Sabrina so fasziniert? Du warst beziehungstechnisch eigentlich eher auf Männer eingestellt, plötzlich kam sie daher. Ja, das hat sich erst entwickelt irgendwie im Laufe von mehreren Wochen, dass sie mich fasziniert hat. Anfangs wollte ich nichts weiter als Sex von ihr. Und ganz am Anfang wollte ich noch nicht mal den, weil sie mir da viel zu weiblich aussah. Mhm. Und jetzt sieht sie denn nicht mehr zu weiblich aus? Nee, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Außerdem sind ja auch ganz viele andere Sachen, die eine große Rolle spielen, wenn man eine Beziehung eingeht. Da geht es ja dann nicht nur noch um Sex. Hast du nicht Angst, wenn du ihre Vergangenheit kennst, dass sie auch bei dir dich betrügen könnte und das Luder wieder rauskehrt? Ach nein, da habe ich eigentlich keine Angst vor, weil wir reden offen über die Dinge, so wie sie sind. Und sobald ich halt feststelle, dass die Offenheit weg ist, dann ist für mich die Beziehung erst gebrochen. Das heißt, ich fühle mich nicht betrogen, solange die Sache offiziell passiert und ich weiß, warum das passiert. Mhm. Es könnte also auch durchaus sein, dass ihr abends weggeht und du eine nette Frau siehst und du die auch ansprichst, hast du nicht mal Lust, mit meiner Freundin ins Bett zu gehen. Das ist schon passiert, ja. Ach so. Ja, also noch nicht mal guckst den Hintergedanken. Guckst du dann gerne zu? Nein, wollte ich gerade sagen. Das war noch nicht mal der Hintergedanke, dass ich dabei bin, weil das war eine Volllesbe und die hätte mich auch nicht dabei haben wollen. Aber ich dachte mir einfach, dass es mal wieder Zeit für sie ist. Jetzt aber Schluss mit der guten Laune. Wir wollen schließlich Leute sehen, die sich in den Haaren haben, oder? Wie Regine und Ina, die eine klitzekleine Meinungsverschiedenheit haben. Ich klatsch dir eine, dann hau ich dir in die Fresse. Na, soweit sind sie sich ja wenigstens einig. Los geht's. Ja, es geht um meine ehemalige Nachbarin, Regine. Mhm.
Mit die habe ich mich gestritten, die erzählt auch Lügen über mich und sie hat auch dazu beigetragen, dass ich mich mit meiner Schwester Katrin nicht mehr allzu gut verstehe. Die lügt. Die lügt einfach nur, wenn sie morgens schon den Mund aufmacht, das ist die reinste Lüge. Ich weiß, dass ich keine gute Mutter bin, dass ich vielleicht auch Fehler habe, wie jede Mutter. Und du sagst, du weißt... Aber sie soll mich in Ruhe lassen. Du weißt, ich klatsche ja. Drohst du mir noch mal, dann hau ich dir in die Fresse. Ich drohe dir nicht, nur aus dem Versprechen, mein Kind, sag ich dir. Dann komm her. Lass mich zufrieden. Lass mich kümmer jetzt um deinen eigenen Scheiß, Alte. Du alte Dreckschlampe, lass mich in Ruhe. Moment. Moment. Was willst du denn zu meiner Angelegenheit? Woher kommt dieses komische Gerücht, dass du gesagt hast, Ricardo, man sollte Ina die Kinder wegnehmen? Das habe ich ja nie gesagt, sowas. Katrin, ihr fehlt mir so, aber wenn Rico mir jetzt auch noch Leon wegnehmen will, dann habe ich alles verloren. Sie hat Angst, dass man ihr das Kind wegnimmt. Aber Ricardo hat sowas nie gesagt, weil er hat selber eine Tochter und an ihr hängt er ganz doll und er hat sowas nie gesagt. Ja, aber Ricardo, das war ja nachdem wir uns gestritten hatten und da hat der Ricardo mich... Du rüberkommen können und die Sache klären können. Er hat mich aus der Wohnung geschmissen. Ja, und warum? Weil du ihr gedroht hast mit Schläge. Ich habe Katrin nicht mit Schläge gedroht. Ja, du hast die Hand gehoben und du hast Ricardo... Und wer hat mich beklaut? War ich das? Wen habe ich alles in den Arsch gecheckt? Das war ja von euch. Ich habe hier nicht in die Sendung, finde ich. Aber ganz genau gehört das hin, wenn ihr mir so durch den Dreck zieht. Ich habe meine Schwester nie fallen lassen. Hättest du Katrin gegen ihre Schwester Ina auf? Nein. Da schon wieder. Die zweite Lüge. Nein. Bist du. Ina. Es ist wahr. Ich habe die Faxen dicke. Ich auch. Reiß dich zusammen. Das tust du nie wieder. Ich habe niemals aufgehetzt. Regina, bitte. Niemals. Das machst du nicht nochmal, ja? Du wirfst hier nicht mit dem Ding um dich. Hast du Ina an diesem besagten Tag gesagt, dass Ricardo die Absicht hat, Ina das Kind wegzunehmen? Deine Antwort war? Nein. Nein. Hat er ja auch nie gesagt. Ja. Habe ich nicht gesagt. Und ich war auch nicht da. Ricardo, du sagst ja ganz klar, du hast mit der ganzen Sache eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ob das stimmt, das sehen wir jetzt. Die erste Frage, die wir dir, Ricardo, gestellt haben, ist folgende. Hast du behauptet, Ina das Kind wegnehmen zu wollen? Nein. Kann aber nicht sein. Ich fass das nicht. Ina, das hat er nie gesagt. Das weißt du ganz genau, dass er das nicht sagen wollte. Das weißt du ganz genau. Und wieso ist das bei Schnulli auf Lüge und bei Ricardo auch? Da muss irgendwas vertauscht sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ina, du weißt das ganz genau. Ich war nicht bei dir, verdammt nochmal. Und ich möchte diesen verdammten Test wiederholen. Getroffene Hunde bellen und wackeln mit dem Schwanz, aber du hast keine, du alte bucklige Brotspinne. Wir haben noch eine Frage, die wir Ricardo gestellt haben. Ich war nicht da. Ja? Da bleib und die ist wichtig, auch für dich, Katrin. Hast du Katrin gegen ihre Schwester Ina aufgehetzt? Und deine Antwort ist? Glaube ich nicht. Nein. Kann nicht sein, das gibt doch ja auch nicht. So, und nun will ich euch mal was fragen. Wiederholen. Ihr Lieben. Also, das war ganz schön viel gerade. Du musst nicht wieder weinen jetzt. Alles wird gut. Mach dir mal keinen Kopf. Das, warte. Ich weiß, dass ich nicht bei ihr war. Warte bitte. Darf ich noch mal kurz was sagen? Jetzt? Gerne. Schnell. Also, wer jetzt hier lügt, das ist ja wohl klar. Und spätestens jetzt sollte die Schwester mal hingehen, sie in den Arm nehmen und sich warum vielleicht mal entschuldigen. Warum er das nicht gesagt haben, hat... Siehst du, er spielt doch schon wieder eine Rolle. Wir sind Geschwister. Das ist doch deine Schwester. Ina, hör mir mal bitte zu. Meine Beziehung ist mir wichtiger. Ja, verstehst du? Ja, das ist... Das sagt ihr jetzt so, wie es ist? Dann gib mir das geklaute Geld, was du meinem Sohn aus der Sparbüchse geklaut hast. Hast die 50 Euro. Kommt bei keinem von euch das Gefühl hoch, sie einfach mal nur in den Arm nehmen zu wollen, sie trösten zu wollen und es wieder gut machen zu wollen? Ich mach's jetzt. Ja, richtig. Mit Ricardo Stress, verstehst du? Was habe ich jetzt schon wieder getan? Was hat sie getan? Ich stehe hier. Dass Ricardo Lügner da steht, verstehst du? Da kann ich doch nichts für. Wieso denn? Ja, mach ich. Ey, Ricardo, was soll denn das sein? Okay, also wir können. Also.
Das nächste Problem. Michael unterstellt Ramona, dass sie ihm ein Kind untergejubelt hat. Ramonas Schwester fragt sich besorgt, ob Michael vielleicht einen Furz im Kopf hat. Und Michaels neue Freundin furzt dagegen, bis Sonja den Vaterschaftstest verliest. And the winner is... Ja, meine Ex-Freundin hat mir ein Kind angedreht. Und ich glaube nicht, dass das Kind von mir ist. Wie kommst du da drauf? Ja, sie hatte mir im Nachhinein, als ich die Vaterschaftsanerkennung unterschrieben hatte, erzählt, dass sie mich betrogen hat. Kennst du denn den Mann, mit dem sie... Das war damals mein bester Kollege. Ich habe ihm das von vornherein erzählt. Das ist das gelogen. Das sonst hätte ich auch nicht den Vaterschaftsanerkennung unterschrieben, oder? Ich hatte mich sehr viel mit denen in der Wolle halt, weil er die Ramona geschlagen hat. Ne? Sicher. Blaue Flecke überall. Ramona hat die Köpfe in der Mitte abgemacht, weil ich schwanger war und nicht mit dir schlafen konnte. Die Dinge habe ich kaputt gemacht, ja. Aus Grund, aber ich habe dich nicht einmal angefasst. Sie konnte nicht ins Schwimmbad gehen wegen blauer Flecke. Sie hatte Angst, dass meine Eltern sehen, dass sie blaue Flecke... Wenn ich auf die Fresse kriege, ist nicht ehrlich. Hast du einen Furz im Kopf oder was? Hast du einmal gesehen, dass ich die geschlagen habe? Ich bin mit denen schon seit fast 3 Jahren zusammen. Der hat mich nicht einmal angefasst. Du schlägst ihn ja auch. Habe ich solche Muckis? Ja, so wie du schon aus und deine Tätowierung und alles. Hat eine Tätowierung damit zu tun. Ja, aber du stehst, Michael, sag die Wahrheit. Ich kann sogar Glatz haben. Heißt das, dass ich den schlagen würde? Sag die Wahrheit, Michael. Mein Gott, was soll die Scheiße denn? Das hat mit dem Aussehen ja gar nichts zu tun. Denn Michael geht zu Ramona. Ach, Dina, die haut mich und alles. Ja, sicher. Wann war das denn? Die schlägt mich. Ich bin den ganzen Tag bei ihr. Von morgens bis abends. Wann kann ich das sagen? Chris, wieder mit der Ramona gemacht. Im Leben kriegt man alles wieder, was man andere antut. Und dich kenne ich auch ganz schön von früher, weißt du, mit dir in den Bett gehen. Wo kennst Scheiße du mich? Pass mal auf, der Micha war mein erster Freund. Du kennst mich von mit anderen im Bett gehen? Ja, sicher. Weil Laber sind sie Scheiße. Warst du dabei, wenn ich mit anderen im Bett gesprungen bin oder was? Da haben wir aber viele erzählt. Ach, warst du dabei, dass ich mit anderen Jungs im Bett gegangen bin? Spinnst du da was? Okay, das ist auch jetzt nicht das Thema. Glaubst du, dass Michael der Vater von Romina ist? Auf jeden Fall. Warum? Weil die so aussieht. Die beiden sind verlogen, alle beide da. Du hast doch erst auch ein Kind gekriegt, der gleiche Fall wie bei ihr. Ihr wolltet endlich Klarheit haben und vor einigen Wochen habt ihr einen Vaterschaftstest gemacht. Aufgrund der Verteilung der Serum- und der DNA-Merkmale ergibt sich, dass Herr Michael offenbar unmöglich der Erzeuger des Kindes Romina sein kann. Ich habe es ja auch gar nicht bestritten, dass ich... Der Arzt, ich hab ja nicht gesagt, ich meine, ich habe zwar gedacht, dass er der Vater ist, weil die Kleine so aussieht. Okay, dann habe ich ja gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass ich fremdgegangen bin, aber der Arzt hätte sich ja auch verrechnet, weil wir alles beides die gleichen Abstände sind. April und Juni ist alt. Ich meine, ist so. So, und jetzt nochmal zurück zu Frauen, die noch unbefruchtet sind und es auch erstmal bleiben wollen, weil Babykriegen die Figur versaut. Und die ist schließlich wichtig, wenn man ein echtes Luxusluder sein will. Holt die Kreditkarten raus, Männer! Hier kommen Cream, Joy und Honey. Zickenalarm, hier ist Cream. Männer gucken immer erst ans Aussehen. Bist du stolz auf dein Aussehen? Klar. In Diskotheken laufe ich schon so rein, dann werde ich nicht doof angemacht von Leuten, wo ich es gar nicht erst will. Die Männer verdrehen sich die Köpfe nach mir. Die Frauen sind eifersüchtig. Ich werde von Fotografen angesprochen. Also wenn ich euch so hier stehen sehe, ja, dann kommt ihr mir vor wie echt ein paar Straßenmädchen vom... Na, keine Beleidigung. Tut mir leid, oder? Wie leichte Mädchen, würdest du sagen? Ja, so. Aber die sehen doch dufte aus, die zwei. Das muss man doch schon mal sagen, oder? Mach doch mal deine Perücke ab, Mann. Was für eine natürliche Schönheit kommt von du bist auch nicht angemalt. Guck dich doch mal an. Blond und blöd, Mann. Pass auf, wachs mal erst. Sie ist nur sauer auf sie, weil sie nämlich blond ist, weil du nicht blond bist. Deswegen bist du eifersüchtig auf sie. Was ist das? Glaubst du, ich würde gerne blond sein? Das ist daran, dass du deine Problemzonen kaschierst, indem du dir das Ding rumgebunden hast. Ja, normal, was denkst du? Ich habe hier auch eine Problemzone. Ich habe keine Oberweite, aber hast du damit ein Problem? Nein! Und nach der Werbung gibt es noch die Highlights des Tages. Das dürfen Sie nicht verpassen. Bleiben Sie dran.
So, und nun Ihre Highlights des Tages auf Platz 3. Günther. Denn Günther muss dringend die Polizei rufen, weil dieser Wurstbudenbesitzer immer so gefährliche Sachen macht. Total verrückt. Ich kam vom Hansa-Theater, bin über den Steindamm gegangen und da waren Leute, ein Mann auf der anderen Straßenseite mit einem Laserpointer. Das ist so eine Batterie, so eine Taschenlampengeschichte. Da ist so ein roter kleiner Punkt. Und wenn Sie den ins Auge reinkriegen, dann können Sie nicht mehr richtig gucken. Ja. Sie lachen darüber, weil Sie gar keine Ahnung haben. Und dann bin ich an Taxistand vorbeigegangen, vor dem Hamburger Schauspielhaus. Da ist dieser Taxistand. Da war dann ein Taxifahrer, der hatte auch so ein Gerät und fing da an. Und ich sah den roten Punkt hier und da bin ich weggelaufen. Jetzt ging ich im Hauptbahnhof da spazieren und da war dann ein Würstchenverkäufer und der hat auch so einen Laserpointer in der Hand. Und weil ich jetzt öfter mal am Hauptbahnhof, ich bin ja fast jeden Tag am Hauptbahnhof, und dann habe ich nachher, kann ich nicht mehr gucken. Deswegen habe ich die Polizei geholt. Die Polizei, die laufen da ja am Bahnhof da sowieso spazieren. Und die Polizisten, die können ja den nicht aufschreiben. Dann kriegen die ja auch Hausverbot. Ja, das ist so. Oder anders. Aber das hier ist klar. Das Känguru ist total normal. Aber sein Frauchen hat ganz offensichtlich eine Vollmeise. Und die reicht für unser Highlight Platz 2. Das ist doch nicht normal. Ich meine, die kommen aus Australien. Warum in München? Ja, warum nicht? Das ist doch mein Kind. Romeo scheint sich ja wenig beeindruckt zu zeigen von dem, was du von ihm möchtest. Romeo macht immer das, was Romeo möchte. Und hier die Krönung. Abgelaufene Lebensmittel im Supermarkt suchen, um die Menschheit zu retten. Das sind die Heldentaten von Tobias und seiner Mutti. Damit schaffen sie es locker auf Platz 1. Wie lange habt ihr euch denn dann in so einem Supermarkt aufgehalten, bis ihr das alles auch gefunden habt? Ja, so eine Stunde. Und wie sieht das denn aus? Habt ihr eine Stunde lang dann die ganzen Regale durchwühlt? Ja, so ungefähr. Musste man ja, um die Arbeit zu schaffen. Du hast das eher auch als Tätigkeit gesehen. Das war in dem Moment dein Job, zu sagen, okay, ich muss die verfallenen Produkte, muss ich einfach da aussortieren. Ja, natürlich. Nachher findet doch jemand anders oder ältere Leute, die da nicht so drauf hingucken. Die vergiften sich ja dann mit dem alten Zeug. Mhm. Müsst ihr nicht arbeiten? Habt ihr nicht was anderes zu tun? Na ja, mal der eine Supermarkt, mal der andere.